Herzlich willkommen Westwing in meinem goldenen Altbau hier in München. Ich bin Gloria und wohne hier mit meinem einjährigen Sohn. Jetzt kommt mit, ich zeige euch meinen Kleiderschrank. Und hier sind wir auch schon mitten in meinem Kleiderschrank. Der ganze Gang ist voll mit Kleidern und den passenden Schuhen dazu. Ich liebe Fashion für mich privat. Ich mag es gern, mich dem Anlass entsprechend immer wieder anders zu kleiden, die passenden Schuhe mit den passenden Ohrringen. Und außerdem ist es hier sehr praktisch, direkt meine Kundin auch beraten zu können, was mir sehr viel Freude macht. Deswegen habe ich hier eine Kleiderstange direkt im Flur angebracht. Das ist eigentlich eine Gardinenstange und die Kleiderhaken da dran gepackt, dass man einfach hier gleich die ganze Farbpalette auch sehen kann. Und ich finde es super praktisch, dann hier einfach durchzulaufen und dann hier auch dann gleich die passenden Schuhe dazu zu finden. War gar nicht so einfach im Altbau. Es ist nämlich sehr herausfordernd. Wer im Altbau lebt, der kennt das bestimmt, Löcher bohren und vor allem so ein Gewicht von so ein paar Tonnen hier hinzuhängen. Ist mehrfach rausgekracht. Da oben sieht man auch noch ein kleines Loch. Ich habe dann jemanden gefunden, der hier mein Handwerkermeister ist, der einen Trick angewendet hat. Der hat nämlich mit Heißklebepistole in die gebohrten Löcher reingespritzt und dann schnell diese Riesenbretter befestigt oder eben auch die Stangen. Und so ist es jetzt bombensicher. Ausziehen darf ich natürlich nicht, sonst bricht das alles wahrscheinlich zusammen, wenn ich dran ziehe. Und jetzt nehme ich euch mit in meine Küche. Ja, und hier sind wir auch schon in meiner Küche. Auf die bin ich ganz besonders stolz. War nämlich gar nicht so einfach, hier meinen Traum zu verwirklichen. Und zwar wollte ich unbedingt diese Kochinsel haben. Und jeder Küchenbauer hat mir gesagt, das passt vom Platz nicht so richtig rein. Ich habe dann jemanden gefunden, der auf Basis von meinen Berechnungen, ich habe hier einfach die Tür rausgeschmissen und habe alles, dass es so ganz knapp passt, berechnet, habe ich einen gefunden, der mir das genauso umgesetzt hat. Außerdem hatte ich genaue Vorstellungen, was hier die Fenster angeht. Es sollte nämlich zu den Fenstern passen vom Stil her. Also dieser Altbaustil mit dem Landhausstil. Und zum Glück hat der mir das gut umgesetzt. Alleine hätte ich es nicht geschafft, weil auch dieses Ceranfeld in diese Kochinsel einzubringen, war gar nicht so einfach. Diese Altbaufliesen waren da so ein bisschen im Weg, um das Kabel ordentlich zu verlegen. Aber der Fachmann hat das dann zum Glück gerichtet. Ja, gehen wir lieber zum Balkon. Das ist nämlich für mich auch ein Must-Have in der Wohnung. Ohne Balkon geht für mich gar nicht. Gott sei Dank habe ich ihn hier. Ich darf zwar auch den Garten mit benutzen, was toll ist, aber meistens hier aus der Küche schnell raus. Im Sommer und Winter setze ich mich da gerne raus. Ja, und hier haben wir den Esstisch. Da esse ich mit meinem Sohn. Der hat hier seinen kleinen Stuhl und auch mal mit Freunden. Ich liebe es immer, den Tisch gedeckt zu haben. Ich finde, das sieht so einladend aus, wenn man nach Hause kommt. Ja, wichtig ist auch mein Vision Board. Hier wird alles visualisiert, was sich in die Realität umsetzen lassen soll. Und da habe ich auch meine Wohnung dran gehängt und dann letzten Endes auch gefunden. Und hier sind wir in meinem Wohnzimmer. Das habe ich komplett neu eingerichtet. Das war nämlich erst eher so eine gemütliche Couch-Ecke hier. Und jetzt mit meinem kleinen Sohn und mit Homeoffice musste ich es komplett umgestalten. Mein Sohn hat nämlich kein eigenes Kinderzimmer, braucht er noch nicht mit seinen paar Monaten. Aber ich möchte hier alles ganz flexibel halten und sein Bettchen hier reinschieben können. Er kann hier spielen. Ich kann aber auch hier arbeiten, kann hier Meetings abhalten. Das heißt, ich habe hier einfach so eine Lounge-Ecke. Die Kissen kann man beliebig aufeinander stapeln, verschieben. Und dann kann man hier super arbeiten. Und ja, natürlich mein Schreibtisch.
kann ich auch mit meinen Mitarbeiterinnen arbeiten. Also ich habe jetzt 2 Arbeitsplätze eingerichtet und mir war eben wichtig, das total flexibel zu halten und das Wohnzimmer jetzt für alles nutzen zu können. Ja, ich liebe alles selber zu machen. Hier bei dem Bücherregal hat es super geklappt mit dem Gold. Hier mit dem Fernseher allerdings nicht. Und zwar wollte ich diesen super tollen Fernseher The Frame selber gestalten. Es gibt keinen goldenen Rahmen für den Fernseher. Und deswegen dachte ich, na, nehme ich einfach einen schwarzen und sprühe ihn golden an. Hat auch wunderbar geklappt. Allerdings, keine Ahnung, wie man das jetzt hier zusammensetzt. Irgendwie funktioniert das nicht. Und ich dachte, ich bekomme das noch hin, bevor ihr kommt. War aber leider nicht. Also wenn jemand weiß, wie man diesen Rahmen hier hinbastelt, so offensichtlich nicht. Also bitte schreibt's in die Kommentare. Für mich gehört zu einem guten Altbau auf jeden Fall Stuck. Ist jetzt hier in der Wohnung nicht da, deswegen habe ich es einfach selber gelöst. Und zwar bin ich zum Baumarkt gefahren und habe mir Styroporplatten geholt. Die habe ich dann golden angesprüht, das habe ich für jeden Raum gemacht und die dann schön in der Mitte platziert und die Lampe dran gehangen und schon hat man ein bisschen mehr Altbau-Feeling. Und jetzt kommt mit ins Schlafzimmer. Und wenn ihr wollt, dass Westwing auch bei euch eine Home Story dreht, dann schreibt eure Bewerbung an diese E-Mail-Adresse. Das Highlight in unserem Schlafreich ist mein Bett. Muss man mögen. Ich liebe es. Ich mag es besonders gern beim Einrichten, dass es so ein Highlight gibt. Also ein ganz tolles neues Möbelstück, was ich mir dann gönne. Und gleichzeitig lege ich natürlich Wert auf Nachhaltigkeit. Das heißt, ich habe Freude daran, einfach alte Möbel herzunehmen, umzugestalten. Hier hat es nämlich auch mit dem Gold besser geklappt als bei dem Bilderrahmen. Ich habe hier nämlich die Schranktür golden angestrichen, die Kommoden waren vorher weiß, die habe ich angestrichen, genauso wie diesen Schaukelstuhl. Damit das auch alles zusammenpasst mit den Kristallen, habe ich an den Schränken Griffe montiert und genauso habe ich das hier auch bei dem Wickeltisch gemacht. Vorher stand hier mein Schminktisch, der musste jetzt dem Wickeltisch weichen. Den Wickeltisch habe ich aber versucht auch in meiner Einrichtung anzupassen und habe deswegen da auch schöne Kristallgriffe dran gepackt. Die Auflage habe ich selber gemacht und habe da dann entsprechend die Haken noch fest montiert, damit ich da Kleider aufhängen kann. Das finde ich ganz praktisch. Und ein guter Trick, finde ich zumindest, ist eine alte Oma-Gardinenstange zu nehmen, die unten an das Regal anzuschrauben und dann kann man da wunderbar die Kleidchen sortieren und hat auch da wieder Stauraum gewonnen. Da sind meine ganzen Ohrringe, mein Schmuck, passend zu den Kleidern und Schuhen, die ihr draußen gesehen habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Tschüss!